So, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Wir sind immer hier hingegangen, zurückgegangen, haben dann eigentlich eine Plauderei entdeckt, wo Manik uns dann herausfordert und haben ihn dann mal eben kurz umgeklatscht. Nachdem er uns 3-4 Mal umgeklatscht hat. Ja. Oh, da kommt wieder eine Plauderei. So, when Pascal was talking in her sleep about someone she likes, who do you think she meant? It's obviously Sophie. I wouldn't be so sure. Young girls like Pascal can be surprisingly attracted to the bossy and overbearing type. I'm surprised you didn't know that, Hubert. Ugh, such speculation is nothing but a waste of time. Well, then why not ask Pascal directly? Well, why me? Please, Hubert. I've been wondering about this myself. Do it as a favor to me. Well, all right. If it's that important to you, I'll go ask her. But I can't guarantee anything. Hubert sure has a soft spot for Asbel. Yeah, it's easy to forget, but I guess Asbel can be an older brother. Huh? What? Ach, ich liebe diese Plaudereien. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Lagerhaus? Was gibt's denn hier Schönes? Oh, hallo. Ich mache heute unsere Zusammenarbeit. Miso. Wir haben Miso gefunden. Ach ja, ist das schön. Jetzt müssen wir noch unser Schiff wiederfinden und dann geht anschließend Richtung Heimat. Das Teil ist groß. Aber guck mal, oh, guck mal hier. Automat. Objekte laden. Hast du ja immer was Interessantes? Der ist teuer. Cool wäre, wenn man da hätte, das jetzt kaufen könnte und für 100 und ein bisschen für mehr wieder verkaufen könnte. Also, dass man hier selber irgendwie Geld gewinnen macht. Wie sieht hier mit Ausrüstung aus? Grüner Schal. Ja, warum nicht? Aber ich glaube, hier können wir jetzt gerade nichts mehr machen. Plauderei gibt es hier in den Stock nicht. Wo war nochmal der Aufzug? Aufzug! Ah, hier. Gefunden. Wir müssen nach oben. Zweites Erdgeschoss. Oder? Ja, ich meine, da war der Hangar. Hallo. 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 Das Werk eines Schurken. Nicht genug. Das würde mich jetzt interessieren. Ich muss kurz verkaufen, weil ich will gerne wissen, was das ist. Das ist jetzt echt interessant. Ich bin neugierig. Ich will wissen. Aber ich habe hier sowas von Geldprobleme. Einfach mal verkaufen. Ja, die Sachen sind eh alle zum Verkaufen gedacht. Also, ah ne, es gibt ja so eine Art Nebenquest, fällt mir gerade ein. Die Häuser, wo man die Sachen besorgen muss. So, jetzt haben wir genug Geld und jetzt können wir uns mal für Espel holen. Weil das, ich bin neugierig, ich will wissen, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich habe dich damals, glaube ich, als ich das allererste Mal gespielt habe, nie angesprochen. Und deswegen war das interessant. Was hast du Schönes für mich? Gib mir was Tolles.
kommt wieder. Ach so, das sind Titel. Und die werden immer teurer. Vitali. Okay. Ich dachte jetzt einfach, ich war voll geil, so eine geile Waffe oder sowas. Naja, wir kriegen nur Titel. Oder wurde ich doch untergeschossen? Anscheinend doch untergeschossen, ne? Aber das war schon wert. Ja, nicht ganz. 10.000 finde ich schon ein bisschen übertrieben dafür. 10.000 echt viel zu teuer für einen Titel. Aber da wir ja auch wirklich so viel zeigen will wie möglich, gehört das auch dazu. Und das bedeutet, ich muss die anderen Titel auch noch holen. Ach du Scheiße. Und natürlich ist genau das Schiff da, wo wir als letztes hingehen. Ah, ja, macht Sinn, weil da oben sieht es doch ein bisschen groß aus. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwie was gibt, Plaudereien oder sowas, weil ich will so viel Plaudereien wie möglich haben. Wir wollen ja nichts verpassen, ne? Deswegen muss man auch immer mal reingehen, gucken. Vielleicht finden wir ja was Episches. Oh, guck mal, kann man labern. Was ist im Zeil? Er deutet auf das kaputte Gerät. Möchtest du, dass wir es reparieren? Diese, das hätten wir mich dann auch verpasst. Ah, ich sehe schon. Sieht aus, als wäre es ein Stecker in Eimer. Das habe ich in 0,nix. Vorausgesetzt, ich habe das richtige Ersatzteil und das habe ich nicht. Keine Angst, wir werden es schon finden. Schon wieder. Ein von deinen leeren Versprechen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass wir es finden? Ich bin mir nicht sicher. Ich vertraue nur darauf, dass es klappt. Es ist schließlich nur ein Teil. Irgendwo muss es sein. Muss es einen Vorrat davon geben? Oh ja, klar. Bestimmt wartet irgendwo ein Haufen im 1000 Jahre alter Ersatzteil im besten Zustand darauf gefunden zu werden. Seid friedlich, ihr beiden. Schauen wir uns mal um, ob wir etwas finden können. In Ordnung? Du wartest hier, Psy. Okay, wir haben noch eine Nebenaufgabe. Höhö. Obwohl, ich finde auch eins, es gibt hier wohl Nebenaufgaben. Die Frage ist jetzt, wo finden wir das Teil? Wollen wir mal gucken. Waffe, stören, MDBR Proto Eis. Eis. Ich mag Eis. Oh, keine Ahnung, sieht aus, als könnte jeden Moment zum Leben erwachen, aber es scheint endgültig abgeschaltet worden zu sein. Oh, schade. Oh, da ist was. Huhu. Ah, da suchen die nach dem Ersatzteil. Wie sieht's aus, Pascal? Tja, sie sind nicht ganz unbrauchbar, aber naja, es sieht nicht toll aus. Jetzt kommt schon, schau mich nicht so an. Gibt es echt kein gebrauchbares Ersatzteil? Ein Humanoid, wo kommt er denn her? Hey, vielleicht können wir den nehmen. Wie das? Man könnte ihn den Stecker rausreißen. Seinen Stecker rausreißen? Du meinst einfach nur das eine Teil? Ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen ihn nicht kaputt machen oder so. Das ist eine ganz schöne viel verlangt. Komm schon, locken wir ihn hinaus. Wir wollen, dass den anderen mal etwas passiert. Bist du bereit, Hubert?
Oh, und wie. We will survive. Okay, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh, hat seine Brille verloren. Die haben den echt verprügelt. Ich komme auch nicht klar. Jawohl, das ist noch voll gut. Das tut auf alle Fälle. Da prügeln die echt den. Okay. Ich komme darauf gerade nicht klar, dass sie den Eiskreis verprügelt haben. Nur an den Stecker dran zu kommen. Mal gespannt, was jetzt passiert, weil das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, ich glaube, das merkt man auch. Die locken den raus und verprügeln den. Und der hatte noch nicht mal eine Chance. Sei. Wo ist das kleine Vieh? Ist jetzt hier oben hingegangen? Darf man den oder kann man das erst? Wir mal gucken, ob wir mit denen reden können. Schon abgeschossen sei? Achso, die reden ja, stimmt. Ich hoffe, ich kann vorher noch mal zurück, bevor ich losfliege. Und jetzt sieht man die Wartezeit und die Wartezeit. Jetzt müssen die dann Kreis sitzen und Mau Mau spielen, das wär's doch. Preparations are nearly complete. And my dearest bit looks awesome. I'm just saying. Sieht interessant aus. Ja, wie ein Kleiderständer. Also Kleiderhaken meine ich. Willst du da was aufhängen? Ja, meine Jacke. Sophie? Ja, hallo Sophie. What is it? You're not sick, are you? Die guckt nach draußen. I know I keep nagging, but you have to be careful. Ich sag ja, Sherry ist wie eine Mutter. I was just remembering everything we've been through together. Das war schon viel. Und da ist unsere Heimat, glaube ich. Ich glaube, das ist unser Freund. Sieht interessant aus. But that's kind of an odd thing to think right now. Are you sure everything's okay? Yes, of course. We're all set here. Ich will aber noch nicht, dass wir erst diese Mission zu Ende machen. Ja, gut, ich kann zwar wieder auf den Planeten zurück, aber... Mach mal gleich. You may depart for Athenia whenever you like. And even better, we don't need that stupid launch ramp. We can just take off and set her down wherever there's enough space. Emerald, I don't know how to thank you. Actually, I would like to make a request.
As a Fodran survivor, it is my duty to ensure that Lambda is brought to justice for his deeds. With that in mind, would you allow me to accompany you to Athenia? I will do whatever I can to assist you on your journey. I am sure my skills and knowledge will prove useful to you. Please, I beg of you. Yes, of course. We'd be thrilled to have you. Your knowledge of this situation is bound to come in handy. You are too kind. I am going to Athenia with these nice people, Sai. Please keep an eye on things while I am gone. No matter what happens, we have to stop Lambda. And Richard. Machen wir kein Problem. Richard. Und danach erstmal alle Döner. A world without conflict. And yet your actions seek to destroy it. Is Lambda controlling you? Or are you acting on your own free will? And if so, what course of action will I have to take? Du machst das schon, Aspect. Vertraue an deine Fähigkeiten. Dann schaffst du das. Ich weiß das genau. Und jetzt will ich gerne das Ersatzteil wegbringen. Dann wäre ich glücklich. Glücklich. I believe it because I must. All right, let's get out of here. It's time to go home. To Athenia. Ja, wir haben dich verloren. Jetzt ist sie vorne dran. Oh, Truhe. Okay. Wo ist der Hinweis? Aber ich suche erstmal Zeit, gucke, ob ich jetzt das Scheißteil abgeben kann. Damit wir einfach mal den Auftrag erledigt haben. Ich will das einfach nur beenden. Komm, Böde. Böde, Zeit, Zeit ab, Zeit. Oder irgendwo anders und ich muss dich suchen gehen. Anscheinend muss ich ihn echt suchen gehen. Weil weiß nicht mehr, das Ersatzteil zu haben, wenn ich damit nichts anfangen kann. Das ist jetzt eine verdammt gute Frage, worauf ich keine Antwort habe. Gehen wir erstmal ins Erdgeschoss. Ah, da unten steht der. Toll. Ich hab was für dich. Warnstufe Rot, Fehler 961, Signal schwach. Ist jeder Humanoid in Ordnung? Fehler 9161 ist ein Code, auf den Humanoiden aussenden, wenn sie ihre Aktivitätslimit überschreiten. Och, armes Mädchen, anscheinend hat die Kleine ihr Verfallsdatum überschnitten. Ich empfinde Mitleid für sie, aber wir können nicht viel tun. Wir gehen den Countdown zur völligen Abschaltung. Bitte, ich will leben. Ist sie kaputt? Humanoid sagen nie, dass sie leben wollen. Vielleicht hat dieses hier eine Art Bewusstsein entwickelt oder so. Dann wäre sie ja genauso wie Sophie. Bitte, Pascal, kannst du ihr helfen? Ja, schon, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie Humanoiden funktionieren. Es sind vielleicht Baupläne im Archiv. Das Archiv in der Stadt. Alles klar, dann sollten wir mal diesen Archiv mal ansehen. Einverstanden. Ich denke mal, das Archiv ist das, wo wir gerade eben waren, wa? Dass wir immer da holen müssen und sie alle zu retten. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also wir werden hier, glaube ich, noch ein bisschen rumsitzen, um hier die Aufträge zu erledigen. Ich hoffe mal, das ist jetzt das Archiv. Das Archiv.
Gucken wir jetzt mal. Naja, oder auch nicht. Ich würde sagen, wir suchen den nächsten Part, den Archiv, das Archiv, und versuchen hier ein bisschen die Quests zu erledigen. Also dann bis zum nächsten Mal bei Tales of Graces F. Bis dann. Tschüss.